ADHS oder die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung beginnt in der Kindheit und zeichnet sich durch Schwierigkeiten im Bereich der Konzentration, der Aufmerksamkeit, der Hyperaktivität und Impulsivität aus. Das heißt also, dass Betroffene dann große Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren, die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten, teilweise nicht zuhören, teilweise Schwierigkeiten haben, in der zeitlichen Einteilung Aufgaben zu priorisieren, sind leicht ablenkbar und vergesslich. Und im Bereich der Hyperaktivität, Impulsivität, dass sie dann ausgesprochene innere Unruhe empfinden, Schwierigkeiten haben, stillzusitzen, impulsiv reagieren, ungeduldig sind, andere unterbrechen, mit den Antworten herausplatzen, was dann auch zu Schwierigkeiten in unterschiedlichen Lebensbereichen führen kann.